Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die Neuzugänge aus dem November an. Es ist doch eine ganze Menge geworden, auch wenn neben mir tatsächlich der Stapel gar nicht so groß ist. Aber zuerst, auch die Haare sind im November neu geworden. Sie sind wunderbar kurz an den Seiten und richtig schön zum Reinwuscheln und stylen und frech machen und wie es gerade irgendwie passt. Ich bin wieder sehr happy mit den kürzeren Haaren. Ich überlege noch so ein bisschen mit Farbe. Ich hätte etwas Rotes hier, auch etwas Blondes. Wer weiß, was das neue Jahr dann irgendwie bringen wird. Ja, der Stapel ist wie gesagt relativ klein nebenan, allerdings sind tatsächlich 20 Bücher bei mir eingezogen. Eigentlich müsste man jetzt sagen, ein XXXXXXL Neuzugänge-Video, aber im Gegenzug stehen auch 19 gelesene Geschichten im November. Ich möchte die Zahl 19 ein bisschen relativieren, weil ich glaube, ich hatte 4 oder 5 Abbrüche in diesem Monat, was natürlich die Seitenzahl zum Beispiel nach unten setzen würde. Aber im Grunde habe ich die Neuzugänge auch schon gelesen. Also nicht 1:1 die neu eingezogen sind, aber... Und da muss ich schon sagen, das fand ich gar nicht schlecht. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen geärgert, dass ich nicht noch irgendwie im Buch vielleicht hinbekommen habe. Aber da ich das eine Buch, was ich jetzt auch aktuell dann auch beendet habe zum Monatsende, auch erst zum Monatsende mir besorgt habe, ja, vielleicht hätte man da irgendwie... Aber... Wir bemühen uns im nächsten Monat, dass vielleicht mal mehr gelesene Bücher als gekaufte Bücher da sind. Wobei, kommt ja auch Weihnachten. Vielleicht nehme ich die Gutscheine mit in den Januar. Wir werden sehen. Ja, es sind 8 echte Bücher eingezogen, 5 E-Books und 7 Hörbücher. Das heißt tatsächlich diesmal mehr Bücher in digitaler Form als in haptischer Form, was den kleinen Stapel hier erklärt. Und das finde ich tatsächlich gut. Also ich möchte ja versuchen, natürlich, also auf der einen Seite möchte ich versuchen, dass natürlich so wenig haptische Bücher wie möglich irgendwie einziehen. Ich höre sehr gerne, ich lese sehr gerne E-Books. Natürlich vermutet man hinter manchen Büchern ein Highlight, sodass man natürlich dann schon das haptische Buch sich besorgt, weil man ja ungern, wenn man denkt, das könnte ein Highlight werden, sich erst das E-Book holt und dann nochmal das echte Buch. Hat das jetzt Sinn gemacht? Wahrscheinlich nicht. Aber gut. Wir kümmern uns um 20 Bücher und begonnen hat der Monat mit 3 Büchern, die ich aus Nürnberg mitgebracht habe, wo ich mich mit der lieben Anka getroffen habe. Und zum einen hat sie mir mitgebracht Dreisam von Ellie Taylor. Das ist die Make It Count Reihe von Ellie Taylor und Carrie Price. Das ist, glaube ich, der dritte Teil, wenn ich mich nicht täusche. Und hinter Ellie Taylor steht Anne Freitag und hinter Carrie Price Adriana Popescu. Und ich hatte mir die Bücher von Adriana geholt und mir hat Anka dann Band 1 und 2 von Ellie Taylor mitgebracht. Band 1 und 3, so muss man sagen. Und Band 1 war eine Leihgabe, weil da auch eine Signatur drin war von Anne Freitag. Und Band 3 ist sozusagen jetzt fix bei mir eingezogen, wie auch die beiden Bücher von Adriana. Werde ich jetzt wahrscheinlich im November nicht irgendwie unterkriegen, habe ich mir aber fest vorgenommen für den Januar, sowohl Band 3 als auch Band 4. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich jetzt noch so ein bisschen im Winter Weihnachtsstimmung ja sein werde im Dezember. Aber Band 1 und 2 war auf jeden Fall schon unterhaltsam gut und da freue ich mich auf jeden Fall auf Band 3 und 4. Mitgenommen in der dortigen Thalia, glaube ich, habe ich 2 Bücher. Zum einen hat mich dieses Buch total gecatcht. Crazy Rich Asians von Kevin Kwan. Mit einem pinken Buchschnitt, ist das nicht geil? Und mich hat dieses Cover angelächelt. Und dann der pinke Buchschnitt. Und dann habe ich gelesen. Und es soll eine romantische Komödie sein, die wirklich etwas zu sagen hat. Es ist ein schwindelerregendes Shopaholic-Komödie. Und es ist unmöglich, sich nicht in diesen Roman über eine riesige Familie von Wichtigtouren hineinziehen zu lassen. Denn wir sind tatsächlich in Singapur, wir treffen auf Rachel und ihr Freund möchte sie nun endlich der Familie vorstellen. Doch plötzlich stellt sie eben fest, dass die alle crazy rich sind. Und das ist der 8. Auftakt einer Trilogie und ich glaube, der 3. Teil lag auch schon mit vor Ort. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe das Buch gefühlt noch nicht irgendwie wo gesehen. Ich fand das Cover so cool und könnte mir vorstellen, dass sowas Verrücktes mit diesen reichen Asiaten, wo es ja doch das ein oder andere Klischee durchaus auch gibt, dass das wirklich was Unterhaltsames sein kann. Darauf freue ich mich. Und dann, Schande über mein Haupt, eigentlich wollte ich es im November auch schon gelesen haben. Und zwar von Timo Wernes. Und ein unspektakuläres Cover, was aber definitiv unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist ein recht dünnes Büchlein. Timo Wernes ist ja der Autor von
Er ist wieder da, also dieser satirischen Geschichte von der Rückkehr von Adolf Hitler, und er hat auch noch irgendwas anderes geschrieben. Und ja, uns hat im Grunde angesprochen, als wir hier drin gesehen haben, dass es eben eher so ein Monologbuch ist mit besonderer Optik. Und als wir da so durchgeblättert haben, ich glaube, Anke hat es mittlerweile auch schon gelesen, oder wir haben hier auch so eine ganz dunkle Seite drin. Ja, Anke hat es auch schon gelesen und ich bin sehr neugierig. Also vielleicht schiebe ich das irgendwo im Dezember dazwischen, weil es wäre eigentlich ja nur ein kurzer Lesespaß. Da bin ich auf jeden Fall aber sehr, sehr gespannt. Dann sind zwei Hörbücher bei mir eingezogen. Zum einen Shelter von Ursula Ponsnanski. Das ist ihr neuer, ja im Grunde sozialkritischer Jugendroman, den wir auch, glaube ich, in Nürnberg gesehen hatten. Und ich glaube, Anke hatte ihn auch als echtes Buch mitgenommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ich habe mich für das Hörbuch entschieden. Wir hatten das auch in Neuerscheinungs-Hangout besprochen. Und hier geht es, glaube ich, um diese Art Fake News, die eben in Social Media entstehen und was passiert, wenn man da selbst vielleicht dann irgendwie mit drin steckt. Und dann ist auch Leila bei mir eingezogen von Colleen Hoover. Diesen besonderen Thriller habe ich bereits gehört. Ich habe nicht sehr viel über Leila gewusst. Für mich hat es vom Cover so gewirkt wie Verity, hatte auch diesen Thriller-Charakter, und da ich Verity wirklich toll fand, habe ich auch zu Leila gegriffen und habe es dann auch direkt gehört und verschlungen. Und es kommt für mich nicht ganz an Verity ran, hat aber eine Thematik, die, glaube ich, auch im Klappentext irgendwie mit versehen ist, in welche Richtung dieser Thriller geht. Ich wusste es vorher nicht, fand aber die Art, in welche Richtung es dann ging, tatsächlich richtig gut. Das war jetzt sehr kryptisch. Aber wenn ihr euch so ein bisschen ein Bild davon machen möchtet, in welche Richtung dieser Thriller geht, dann guckt euch durchaus die Beschreibung einfach mal an, in welche Richtung er geht, weil ich mochte die Wendung sehr. Denn wir haben hier ein Liebespaar, das uns von ihren Anfängen erzählt. Dann erst ein Musiker, der immer berühmter wird, und eines Tages kommt seine Ex-Freundin und macht einen Überfall auf beide, und seine jetzige Freundin, mit der er eben sehr glücklich ist, die leidet darunter sehr, und dann kehren sie eben zurück in das Hostel oder in diese Ferienwohnung, wo sie sich kennengelernt haben, und da passieren dann merkwürdige Dinge, die auch ihn von einer ganz anderen Sicht, von einem ganz anderen Blick sozusagen präsentieren, und er tut dann auch Dinge, die schon sehr kritisch sind. Und man es aber manchmal tatsächlich versteht oder auch nicht. Und ja, also es war ein Thriller, definitiv ein wirklich spannungsgeladener Roman. Die Komponente, ich mochte sie gerne. Ich habe aber jetzt auch schon ein, zwei Stimmen gelesen, die damit nicht so viel anfangen konnten. Aber ja. Dann ist eingezogen als E-Book Hexfiles, verhexte Feiertage von Helen Harper. Das ist im Grunde der vierte Band der Hexfiles. Ich habe die Trilogie im letzten Jahr sehr, sehr geliebt, sehr gemocht, auch sehr verschlungen. Und ich habe mich sehr gefreut, diese Kurzgeschichte mit knapp 70 Seiten für die Feiertage zu finden. Ich habe sie jetzt auch schon gelesen am ersten Adventswochenende. Das seht ihr jetzt, die Bücherwoche ja kommende Woche oder jetzt am Samstag. Ist das für, ja, ich glaube, kommt jetzt am Samstag. Und ja, also es ist eine 70 Seiten E-Book, das, ich glaube, für 1,99, also absolut wunderbar wieder erzählt. Es ist eine süße kleine Geschichte, die eben auch so ein bisschen mit Weihnachtswundern, Weihnachtssachen so ein bisschen spielt. Und wenn man eben die Charaktere Ivy und Winter ja im Grunde aus der Trilogie mochte, dann wird man auch hier dieses kleine Büchlein richtig, richtig schön finden. Ein weiteres Buch, was ich in Nürnberg entdeckt hatte und mir auch abfotografiert habe und ich mir als E-Book geholt habe, ist Die Stadt aus Messing von S.A. Chakraborty. Ich hoffe, ich lese es richtig. Hier hat mich auch sehr, sehr das Cover angesprochen. Und ich habe das auch schon das ein oder andere Mal zum Beispiel auf Instagram gesehen, weil das Cover schon sehr blinkt und Aufmerksamkeit fordert. Das ist, glaube ich, der Auftakt einer Reihe, die so ein bisschen Fantasy ist, die auch so was Dystopisches hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht so viel. Ich habe nur so kurz auf den Klappentext geguckt. Und dann war es aber so als Fantasy-Highlight. Und ach, das klang einfach richtig, richtig toll. Also ich kann leider gar nicht so viel dazu erzählen. Ich möchte halt oft auch mich gar nicht so einlassen. Ich lese einen Klappentext durch, denke, okay, spricht mich an, dann landet er irgendwie auf der Wunschliste. Und ja, es klang einfach gut.
Deswegen ist es dann als E-Book bei mir eingezogen. Als Hörbuch sind diesmal zwei wieder eingezogen, zu zwei für einen. Das hat Audible immer mal. Und zwar zum einen Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig. Habe ich auch schon gehört, war auch ein Hörgenuss des Monats. Ist eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte zur eigentlichen Geschichte, wie der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmann wurde. Und Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohleben war hier in diesem 2:1 Angebot auch mit drin. Und ja, das habe ich mir in diesem Zuge auch geholt. Ist ein Sachbuch. Ich glaube schon, dass es sehr eben um dieses Bäume geht, um diese Natur. Wie sind die miteinander verbunden? Was kann der Mensch daraus ziehen? Klang auf jeden Fall spannend. Hatte ich auch schon mal irgendwie wo, ja, mir so als Merker hinterlegt und durfte jetzt bei diesem 2:1 Angebot einziehen. Also da bekommt man eben zwei Hörbücher. Meistens sind die ein bisschen kürzer von der Hörzeit. Ich glaube, Ein Junge namens Weihnacht waren jetzt keine 5-6 Stunden. Also es war relativ kurz und war gesprochen von Rufus Beck, deswegen als Hörbuch. Und ja, das nutze ich tatsächlich immer mal gerne. Ach, und dann Tauschticket. Ich habe ein bisschen ausgemistet im September, Oktober und hatte einiges an Gutscheinen an bei Tauschticket und bin über Comics gestolpert. Und jetzt werdet ihr denken, Steffi, du liest doch eigentlich gar keine Comics. Ja, das ist richtig. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 5 Mangas gelesen und habe aber jetzt 3 Comics direkt hier liegen. Deswegen machen die den Stapel, glaube ich, auch so klein. Also zum einen habe ich mich jetzt mal dem DC-Universum möchte ich mich widmen, und zwar Batman. Das ist die erste Geschichte von Scott Snyder und Greg Capullo, und zwar Der Rat der Eulen. Und es sieht schon sehr, sehr, sehr düster aus. Es ist wohl der sensationelle Neustart der Batman-Serie, ein erstklassiger Start, definitiv das Highlight des DC-Relaunches. Ich habe, also ich weiß nicht viel, ich bin ein Batman-Mädchen, definitiv, und ja, und es gab da bei dem Anbieterprofil direkt auch den zweiten Band, und zwar Die Stadt der Eulen. Ach, da gibt es noch ein alternatives Cover, auch spannend. Und das habe ich mir dann direkt auch mit bei dem gleichen Anbieter angefordert. Und ja, so habe ich mir halt einmal Gebühren gespart und er sich im Grunde einmal Porto. Und ein starker Band, den man nicht verpassen darf. Und ich weiß gar nicht, wen wir hier treffen als Finsterling, als Bösewicht. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin gespannt, ob ich mit Comics zurechtkomme, ob ich mit Batman-Comics zurechtkomme, ob mich das umhaut. Bin ich sehr, sehr neugierig. Und dann war ich schon mal so im Batman- und Comic-Fieber und habe nach Scott Snyder, also der die Batman-Comics gemacht hat, mal bei Amazon so ein bisschen geschaut und habe da entdeckt, es gibt ja tatsächlich auch einen Comic mit oder von Stephen King. Habe ich noch nie gesehen, bewusst noch nie gelesen. American Vampire, dieser Comic ist wirklich neu und originell. Und das in einer Zeit, in der die Popkultur von Vampirgeschichten überflutet wird. Also er ist schon ein bisschen älter, ist eben von Scott Snyder, Raphael Albuquerque und Stephen King. Ich weiß jetzt gar nicht, was Stephen King dazu beigetragen hat. Stephen King, der weltberühmte Meister der Horrorliteratur, Kurzgeschichten- und Comicautor Scott Snyder und Raphael Albuquerque, der neue Comiczeichnerstar, verknüpfen in der Vertigo-Serie American Vampire die jahrzehntelange amerikanische Expansion mit der Evolution der Untoten, ein Vorwort von King. Ja, ich bin sehr gespannt, ob die Handlung, die Geschichte, ob das im Grunde von King sein wird, bis aufs Blut von Stephen King. Ja, da ist das Vorwort drin. Also ich wusste nicht, dass es von Stephen King einen Comic gibt, bin daher umso neugieriger, was mich hier erwartet. Und auch das habe ich dann bei Tauschticket entdeckt. Und ja, wenn man mal nach sowas sucht. Ist wohl Band 1. Es gibt auch noch weitere Bände. Aber ich ja, fange ja jetzt erst an und eins so nach dem anderen. Dann ist eingezogen, als mein Tablet eingezogen ist, ist ja auch Kindle mit drauf. Das heißt, ich habe jetzt auch 3 Monate Kindle Unlimited. Weiß noch nicht so richtig, ob ich das weiter nutzen werde, ob mich das so überzeugt, weil halt nicht sehr viele Titel drin sind, die ich auf der Wunschliste habe, die ich spannend finde. Und ich habe aber Love the Lonely entdeckt, verloren von Annie Stone. Das war tatsächlich was ich auf meiner Wunschliste hatte, ist der Auftakt einer Trilogie, wo wir eben auch 2 Charaktere begleiten, die es nicht so leicht im Leben haben, bei beiden auch etwas gerade passiert und sie sich dann im Grunde in einem kleinen Städtchen irgendwie finden. Und
da so die Geschichte ein bisschen weiterspinnt. Ich hatte von der Trilogie angenommen, dass wir drei verschiedene Geschichten bekommen, die alle so in diesem gleichen Universum spielen. Aber die Geschichte wird wohl weitererzählt. Ich fand sie okay, mehr tatsächlich auch nicht. Also ich habe sie an einem Wochenende gelesen. Ich fand sie locker, leicht, modern. Es war schon auch eine ganz schöne Geschichte. Ich bin allerdings mit ihr überhaupt nicht warm geworden. Und ihn mochte ich super gerne. Konnte aber nicht viel nachvollziehen, warum er manchmal so gehandelt hat, wie er es getan hat. Also fand ich ganz schön, war eben auch mal, um das Unlimited auszuprobieren. Ja, ich glaube, man darf da auch gar nicht gezielt auf der Suche sein. Man muss sich eigentlich von einem Cover, von der Beschreibung anlächeln lassen, einfach ausprobieren. Das ist immer so ein bisschen, wenn man eben selbst einen Sub hat, der jetzt nicht nur drei Bücher ist, finde ich dieses spontane, ich schau mal, immer ein bisschen schwierig, weil man hat ja die Bücher, die man hier hat, auch weil man sie gerne lesen möchte. Und wenn ich jetzt noch mich einfach so in Unlimited fallen lasse und fünf Bücher ausprobiere und das mehrmals die Woche, dann ja, ist das ein freier Fall für meinen Freigeist und das könnte in Katastrophe enden. Dann wurde mir vom Verlag dankenswerterweise das Hörbuch Die Chroniken der Meerjungfrau zur Verfügung gestellt. Der Fluch der Wellen von Christina Henry. Ich mochte ja die Alice-Chroniken super gerne. Ich fand auch Peter Pan toll. Und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was uns hier mit der Meerjungfrau erzählt wird. Es geht ja hier um den Zirkusdirektor, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, der aber bekannt ist, weil auch The Greatest Showman, die Verfilmung, sich um ihn handelt. Allerdings ist ja der sehr romantisiert worden, sehr vorbildlich, wie er sich da verhält. So war er wohl im wirklichen Leben nicht. Aber er fängt eben diese Kreatur, er fängt eine Meerjungfrau und es, ich bin sehr gespannt. Ich habe da gar nicht so viel mitbekommen. Es wird auch noch nächstes Jahr ein Band geben zum Thema Rotkäppchen, denn Christina Henry nimmt ja eigentlich Kindergeschichten, Märchen und schreibt sie sehr, sehr düster. Also es ist auch keine echte Adaption, sondern sie macht eine sehr düstere Geschichte daraus. Erzählt auch die Geschichte noch weiter, wie bei Alice. Und bei Peter Pan war es ja eher die Vorgeschichte zu einem Charakter, der wohl im Englischen im Untertitel schon genannt wird, was ich tatsächlich sehr schade fand, dass das im Deutschen auch so übernommen wurde, wo ich dachte, man nimmt ja eigentlich den ganzen Überraschungseffekt raus. Aber hier bin ich auf das Hörbuch sehr, sehr gespannt und mal sehen, ob mich das dann auch wieder begeistern kann. Dann ist auch endlich als Hörbuch Rule of Wolves bei mir eingezogen. Thron aus Nacht und Silber von Leigh Bardugo. Der Abschluss der Nikolai-Dilogie sozusagen mit King of Scars hat das ja angefangen. Es ist auch der Abschluss des Grisha-Verses. Zumindest hat man das Gefühl nach Beenden der Geschichte. Und dazu werde ich auch in der nächsten Bücherwoche was erzählen. Denn wir sind Becky und ich direkt mit dem Hören angefangen. Wir hatten auch den ersten Teil zusammen gehört und haben uns so darauf gefreut, dass wir hier wieder Robert Frank haben, der auch den zweiten Teil spricht. Tatsächlich hat der zweite Band jetzt doch lange auf sich warten lassen als Hörbuch. Hat uns auch so ein bisschen gewundert. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir lesend weitermachen. Aber ja, wir waren dann geduldig genug und als es dann da war, haben wir auch direkt mit Hören gestartet. Und Robert Frank macht es einfach wieder großartig. Und ich muss auch sagen, der zweite Band, ach, es ist einfach ein Wahnsinnsende. Eine Wahnsinnsgeschichte, die erzählt wird. Und ganz anders als der erste Teil, der ja sehr langatmig war. Aber ja, ist auch gelesen. Dann habe ich eine Rezension ein Monatsvideo von der lieben Sarah Sophie gesehen. Und ich habe bei einem Buch, das sie vorstellt, mit zwei, drei Zitaten, ich habe direkt Tränen geweint und habe dann auch kurz mit ihr privat geschrieben, ob sie glaubt, dass das Buch was für mich ist in meiner aktuellen Situation. Für dieses Jahr, ich habe ja im März meine Mama verloren und hänge noch sehr in diesem Trauerthema drin. Es klappt manchmal bei Büchern besser als bei anderen. Es gibt durchaus eher die Trigger bei Filmen oder Serien. Das muss ich auch so ein bisschen dazu sagen. Sarah Sophie hat mir dann aber eine liebe Nachricht hinterlassen und dann ist bei mir eingezogen, was bleibt, wenn wir sterben. Ich werde ihr Video auf jeden Fall auch unten in die Infobox packen. Schaut da gerne mal vorbei. Also da könnt ihr euch gerne auch die Meinung schon zu dem Buch anhören, denn ich habe es noch nicht gelesen. Ich möchte es mir für einen Samstag-Sonntag vornehmen, an dem ich einen ganz, ganz guten Tag habe, weil ich glaube schon, dass dieses Thema etwas in mir machen wird, dass man damit
in sich dann auch arbeiten wird. Denn es geht hier um Louise Brown, die ist eigentlich Journalistin und dann wird sie aber Trauerrednerin und dann wird sie eben auch Zeugin davon, was von uns bleibt. Und das verändert nicht nur ihre Einstellung zum Tod, sondern eben auch ihre Haltung zum Leben. Und es sind unvergessliche Bilder, die uns auch daran erinnern sollen, was uns eben als Menschen ausmacht. Und ich möchte, glaube ich, gar nicht so viele Worte dazu verlieren. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich hoffe, dass es etwas zum Trauerprozess beiträgt und dass man das Leben oft anders sieht, wenn man jemanden verloren hat. Das ist tatsächlich einfach so. Und ja, ich hoffe hier auf ein starkes Buch und bin sehr neugierig und sehr gespannt. Ich weiß aber, dass ich einfach einen guten Tag brauche und auch einen Tag, keinen Abend, weil ich glaube, vom Schlafengehen ist das wahrscheinlich nicht die beste Lektüre, aber ich bin sehr neugierig und dann habe ich mich mit der lieben Caro getroffen. Ist eine ganz liebe Zuschauerin. Wir wohnen relativ nah beieinander und wir haben einen Büchertausch gemacht und ich habe von ihr ertauscht Die Frau vom Strand von Petra Johann, ist ein Thriller und auch, ich glaube, sie hat von mir auch einen Thriller bekommen. Und das klang damals so spannend. Es geht um Freundin oder Feindin. Es ist ein Thriller, wie ein Bad in der Brandung. Er hinterlässt kalte Schauer. Und es geht um Rebecca. Ihr Leben ist fast perfekt. Sie lebt mit ihrer Frau Lucy und ihrer kleinen Tochter in einem Traumhaus an der Ostsee. Und dann ist aber Lucy wohl öfter mal unterwegs. Dann fühlt sich Rebecca auch einsam. Das ändert sich aber, als sie am Strand Julia kennenlernt. Die freunden sich an, treffen sich. Doch dann verschwindet besagte Julia plötzlich. Und ich bin gespannt. Klingt nach einem spannenden Thriller. Und kann man ja immer mal Lust darauf haben. Und dann ist es jetzt schön, dass ich einen auf dem Sub habe, der wirklich spannend klingt. Und den, soweit ich weiß, auch Caro tatsächlich gut fand. Und da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr neugierig. Und dann kommen wir schon so zu ziemlich den letzten 3-4 Büchern. Und zwar ist das Geheimnis des blauen Skarabäus von Rebecca Michele. Ja, ein Buch, das ich auch auf meinen Neuerscheinungen schon im Blick hatte, denn es geht um Ägypten. Es geht um eine junge Frau, die, glaube ich, sogar Kleopatra heißt, wenn ich mich nicht täusche, und der ihr Vater als Archäologe unterwegs war und sie dann eben auch damit anfängt, so ein bisschen in der Geschichte zu recherchieren, zu hinterfragen und auch wohl ein bisschen was Historisches mit dabei. Es soll wohl auch spannend sein. Ich weiß auch hier tatsächlich gar nicht so viel, außer dass mich sowohl Titel wie Cover wie Klappentext angesprochen haben. Es geht um Ägypten und das ist ja einfach mein Land, was ich auch schon viele, viele Male bereist habe. Und umso spannender bin ich hier auf archäologische Hintergründe. Natürlich kenne ich das aus Dokumentationen, auch aus echten Büchern sozusagen, die sich mit der echten Geschichte beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier so ein bisschen am Spannungsroman erwarten wird. Und dann endlich war es Ende des Monats und Casa dem Drei, Jenseits der tanzenden Nebel von Julia Dippel ist bei mir eingezogen. Yippie, yippie. Im letzten Jahr war Band 1 und 2 definitiv für mich ein überraschendes Highlight. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich die Geschichte so packen kann. Ich habe mir jetzt hier auch das Hörbuch sozusagen angefordert und auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und bin mega, mega gespannt, wie diese Reihe jetzt endet, wie es ausgeht, ob man wieder gut in die Geschichte reinkommt. Ich werde mir wohl meine Notizen so ein bisschen zu Band 1 und 2 anschauen und auch mal meine eigene Bücherwoche vom letzten Jahr schauen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Abschluss und freue mich da definitiv sehr. Theoretisch höre ich es jetzt gerade, wenn ihr das Video seht, und freue mich da drauf. Genauso das nächste Buch, das ich auch schon begonnen habe, und zwar Herbst in Wien. Von Petra Hartlieb ist der letzte Roman dieser Marie-Reihe, dieses Zyklus. Wir haben ja mit dem Winter begonnen, Frühling, Sommer, und jetzt sind wir eben Herbst im Winter. Und das spielt historisch eben in Wien, hat irgendwann, glaube ich, 1910 begonnen. Glaube ich. Und ich habe Band 1 und 2 oder 2 und 3 auch als echtes Buch hier, allerdings gerade verliehen, und hatte den ersten Band, ich glaube, als E-Book gelesen, und den vierten habe ich mir jetzt auch als E-Book geholt. Und ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich auf den Abschluss. Ich bin gespannt, wie es endet. Es geht ja da um das Kindermädchen von Arthur Schnitzler und auch um den Buchhändler und wie die beiden eben so mit ihrer Freundschaft beginnen und auch um diese turbulenten Zeiten, die ja dann eben durch den Ersten Weltkrieg auch beginnen. Und
so, wenn ich jetzt den Klappentext richtig deute, im zweiten geht es dann auch so ein bisschen um die Frauenrechte und die Frauengleichstellung. Und ja, ich bin gespannt, ich bin neugierig. Ich hatte sehr viel Spaß bisher mit der Reihe von Petra Hartlieb, weil sie auch das damalige Wien so wunderbar eingefangen hat. Und ich mochte ja auch ihre Bücher zu ihrer eigenen Buchhandlung. Die habe ich ja auch beide gelesen und geliebt und auch hier im Regal. Und ja, freue mich da definitiv drauf, jetzt auch den letzten Band zu beenden. Und das waren sie jetzt. 20 Bücher. Oh, meine Güte. Also es ist schon ein bisschen verrückt, muss ich ganz klar sagen. Aber im Gegenzug stehen 19 gelesen. Und dann finde ich es gar nicht mehr ganz so schlimm. Mein Ziel wäre jetzt vielleicht für Dezember, trotz Weihnachten und Nikolaus und Wichteln, dass vielleicht tatsächlich mehr Bücher gelesen werden als einziehen. Das ist, glaube ich, doch eigentlich ein ganz guter Vorsatz, der vielleicht klappen könnte. Mal sehen. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr die Bücher schon kennt, ob ihr da schon was gelesen habt, was bei euch so eingezogen ist, was vielleicht auch für ein Highlight-Buch eingezogen und gelesen wurde, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich vielleicht auch gar nicht erwartet. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren, in den Austausch gehen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.